So, soeben bin ich in Langenargen angekommen. Guten Morgen, liebe Wanderfreunde. Heute werde ich die Strecke von Langenargen nach Friedrichshafen unter die Füße nehmen. Sind etwas über 10 Kilometer. So, heute bin ich jetzt angereist von Spiez über Bern, Zürich nach Romanshorn. Von dort mit der Fähre über den See Richtung Friedrichshafen. Und von Friedrichshafen noch mit dem Zug. Hier in Langenargen, ich muss da rüber, hier in Langenargen werde ich jetzt nach Friedrichshafen wandern, schön den Bodensee entlang. Rüber. Da muss ich schnell mal die Karte zeigen, wo ich bin, am schönen Bodensee. So, und jetzt werde ich Richtung See gehen. Da auf der linken Seite sieht man noch den Bahnhof. Schön angenehm, nicht zu kalt, nicht zu warm. Ich da rüber. Richtung See. So, soeben haben wir den Bodensee erreicht. Mit Blick in die Schweiz. Leere Hafen. Da vorne sehen wir den alten Hafenkran. Und da auch noch eine. Sind sehr alt. Das ist der kleine.
wieder ein Blick Richtung Schweiz. Und da vorne ist das Schloss Montfort. Ein schöner Park hier vor dem Schloss. Ja, Wanderfreunde, heute haben wir noch ein großes Highlight für uns, das Elisrieder Ried. Es ist das größte Ried hier am Bodensee. Riesiges Naturschutzgebiet, das wir noch durchqueren, hier zwischen Langenargen und Friedrichshafen. Ich freue mich, ja, wenn Sie mich hier auf dieser Tour auch wieder begleiten. Ja, hier in dieser Straße entlang hat es sehr, sehr viele Ferienapartments und Hotels. Es ist natürlich eine sehr beliebte Touristengegend. Und was hier auch sehr, sehr berühmt ist, ist der Wanderweg. Und natürlich noch berühmter die Fahrradroute rund um den Bodensee. Es hat hier im Frühling und Herbst hauptsächlich sehr, sehr viele Fahrradfahrer. Leider ist hier, sieht man nicht so viel vom See, da alles verbaut ist. Aber ich glaube, das wird sich dann noch ändern heute. Ja, ich habe noch eine Information zu Langenargen. Langenargen liegt, wie gesagt, am Bodensee. Es ist zwischen zwei Flüsse eingebettet. Auf der einen Seite ist die Argen und auf der anderen Seite der Schussen. Ich habe übrigens beide Flüsse, bin ich auch schon entlang gelaufen. Das sind sehr schöne Wanderungen. Beim Argen, ja, braucht es ein bisschen Training.
weil wenn man auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen ist, muss man zum Teil lange Strecken von bis zu 30 Kilometer am Tag zurücklegen, was für mich ja keine große Sache ist. Ja, jetzt komme ich dann langsam aus Langenargen raus. Bin hier schon in einem Villenviertel am See. Hier ganz, ganz schön. So, endlich habe ich Langenargen verlassen und habe auch wieder einen Naturweg, da ein Blick Richtung Schweiz. Und da ist schon Friedrichshafen in Sicht. Ich befinde mich hier in einem schönen Park. Wirklich schön da. Diesen Park durchqueren. Am Friedrichshafen herum ist der See am breitesten. Ja, ich bin heute wieder mal zu warm angezogen, weil als ich zu Hause losfuhr, hat es noch geschneit. Wir haben ziemlich viel Schnee und hier sich nur ab und zu ganz kleine Schnee bis Plätzchen zurück, die zurückgelassen worden sind, noch vom letzten Schneefall da. Aber es ist hier deutlich wärmer als bei mir natürlich zu Hause, ist ja klar. Weil ja, wir sind auch weit oben und zwar am Thunersee, was auch mild ist, aber so mild wie hier ist es doch nicht. Schöne Parkanlage da. Vorne sind sehr viele Wasservögel. Wow, hier ist ein Baum umgefallen. Voll im Weg. Ja, ich glaube, da gehe ich außen rum. Ich habe keine Lust, den zu überqueren. Man kann auch schön am See entlang laufen da. Das ist ein wirklich schönes Gebiet da. Kommen wir sicher schon langsam zum Argen. Nein, zum Schussen, pardon. Der Argen ist ja weiter oben. Da viele Wasservögel. Wirklich romantisch. Ich glaube, da gehe ich jetzt wieder auf den Weg.
Ich möchte die Wasservögel nicht so stören. Wirklich abenteuerlich hier schon fast. Dieses Dickicht zu gehen. Da hat es jetzt diese Wasservögel. So, und ich glaube, hier mache ich jetzt eine kleine Pause. Morgen. So, da vorne haben wir jetzt die Einmündung des Schussen. Dieser Bach kommt vom Schützenried. So, ich befinde mich hier jetzt vor der Schützenmündung. In den Boldensee mündet. So, jetzt muss ich noch einen kleinen Umweg wieder machen, dass ich wieder hier an die Schützen komme. Wir haben heute wirklich tolles Wetter. Da ganz schön. Schon fast frühlingshaft. Ich hätte das nicht erwartet für heute. Geht's nicht mehr so lange, werde ich die Schußen überqueren und komme in das Ried rein. So, hier kommen wir jetzt dann in das Eriskircher Ried und überqueren hier jetzt den Schussen. Ich habe gerade vernommen von einem anderen Wanderer, dass das einer der schmutzigsten Flüsse ist hier am Bodensee.
So, hier fängt das Schussenried jetzt an. Wirklich eine sehr schöne Gegend da. Ich muss wirklich auch sagen, diese Gegend da ist sehr geeignet, auch mit einer Familie zu wandern. Sehr schön da, voll hier in der Natur, im Schussenried. GoPro. Hier kommt man sich vor, fast im Urwald. Uralte Weiden da. Ist fantastisch. Hier zu wandern. Durch mal diesen Stamm da an, wie dick der ist. Das muss ein uralter Baum sein. Uralte Weide. Das ist einfach fantastisch. Gestorbene Bäume da. Noch ein Zug in Eriskirch. Übrigens auch dieser Ortschaft da ist dieses Ried benannt. Ich muss sagen, die Strecke heute ist wirklich toll. Hier in diesem Naturschutzgebiet. Übrigens kommt jetzt der österreichische Zug. Der fährt, glaube ich, wenn ich recht erinnere, von Innsbruck nach Münster in Nordrhein-Westfalen, hier am Bodensee, zum Teil entlang bis Friedrichshafen, und von dort geht er dann ins Landesinnere. Ja, noch zu meinem Weg. Es ist wunderschön hier zu wandern. Sehr guter Weg, alles Natur hier. Ein großer Teil durch jahrelangen Argen hatte ich eine lange Strecke, die leider durch geteerte Straßen ging. Aber das muss man damit rechnen im Dorf. Aber jetzt bin ich wirklich wieder in der Natur. Übrigens, hier befinde ich mich im größten, eines der größten Obstanbaugebiete im Süden von Deutschland, am Bodensee. Das größte ist bei Hamburg oben. Das Weite Land heißt das, glaube ich, wenn ich mich nicht irre. Und das da hier ist nach meinen Informationen das zweitgrößte Obstanbaugebiet in Deutschland. So, hier habe ich noch einen Abzeiger. Hier sollte am See vorne eine Plattform sein. Ja, ich sehe sie schon. Sind wir natürlich auch noch schnell mal besuchen. Diese paar Meter da, ja, ist nicht so schlimm. Gespannt, was man da alles sieht.
ist ein wirklich sehr, sehr schönes Gebiet. Hier ist voll in der Natur. Und doch ist es nicht so weit zu den nächsten Zentren. So, wir da schauen, was da zum Vorschein kommt. Ist es schön da. Und da oben ist der Friedrichshafen, unser heutiges Ziel. Oh, wunderbar. Übrigens, hier befinde ich mich im größten, eines der größten Obstanbaugebiete. Im Süden von Deutschland, am Bodensee. Das größte ist bei Hamburg oben. Das Weite Land heißt das, glaube ich, wenn ich mich nicht irre. Und das da hier ist nach meinen Informationen das zweitgrößte Obstanbaugebiet in Deutschland. Da haben wir da vorne wieder eine neue Plattform. Die sind wir jetzt natürlich auch noch anschauen. Und dann nähern wir uns schon mit großen Schritten Friedrichshafen. Wir haben das Ziel schon bald erreicht. Es war heute ein wirklich sehr, sehr schöner Tag für mich. Es hat sich gelohnt, die weite Anreise zu machen. Übrigens, ich bin heute Morgen schon um 5:25 Uhr losgefahren und war dann kurz nach 10:30 da. So, jetzt geht's da hoch. Auf einer Plattform. Ist da sehr schön gemacht. Sieht da wieder schön den Bodensee raus. Oh, ist ganz toll da. Und da oben ist wieder Friedrichshafen zu sehen. Schon deutlich näher. Unser Ziel. Da wieder auf einem tollen Wanderweg. Ist wirklich ganz toll. Schon heute fast wirklich frühlingshaft da. Sogar zugefroren. So, ich bin da wieder in einem Ried. Sehr schöne Tafeln da, wo alles aufgeschrieben ist.
Hier draußen wäre der See irgendwo, zu diesem hohen Schilf. So, wir kommen schon wieder zu einem Mündungsbereich von einem Bach zur Rotach. Hier sieht man schön Friedrichshafen. Übrigens, das ist auch ein Bach, wo ich wahrscheinlich nochmal entlang laufen werde. Und da überqueren. So, noch die Karte von Friedrichshafen. Ich befinde mich jetzt hier. So, liebe Wanderfreunde, ich habe Friedrichshafen erreicht, bin jetzt im Hafen da. Und werde jetzt dann die nächste Fähre wieder Richtung Schweiz nehmen, um nach Hause zu gelangen. Gelände.
aussieht, kann hier die Brücke hochgefahren werden. Dann kommt man da rein. So, hier sind wir jetzt im Hafen, wo die Fähre anlegt. Schon die nächsten Autos, um über den Bodensee zu kommen. Und hier kommt jetzt dann die Fähre von der Schweiz. Schon in Sicht. Setze übrigens diese Fähre euch nach Deutschland. Von Deutschland nach der Schweiz wieder nehme. Gut. Unten. Liebe Wanderfreunde, heute waren es jetzt doch ein bisschen mehr Kilometer als geplant, weil ich habe noch ein paar Abstecher gemacht. Diese schönen Plattformen, wo man schön über den Bodensee sah, über Richtung Schweiz. Und es sind jetzt doch insgesamt 11,6 Kilometer draus geworden. Aber das ist nicht so schlimm. Ich bin ja trotzdem sehr schnell vorwärts gekommen. Und bei diesem schönen Wetter war wunderbar. Pro Videoaufnahme stoppen. So, jetzt legen wir an.
liebe Wanderfreunde, schon bald werde ich Romanshorn erreichen. Es ist wieder dann auf der Schweizer Seite. Ich danke euch, dass ihr mich bis hierher begleitet habt und wünsche noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Sieht man die Hafeneinfahrt. So.